Das Besondere am Forum ist, dass Menschen, die sich über das ganze Jahr hinweg engagieren, Unternehmen, die über ihr persönliches Engagement ehrenamtlich für Bildung und Unternehmertum in Deutschland stehen, hier zusammenkommen, um wie eine Art Familientreffen gemeinsam auf das Jahr zurückblicken und vor allen Dingen das Thema Wirkung, also wie die Wissensfabrik gewirkt hat, das zusammen auf die Bühne zu bekommen. Uns erwartet heute ein buntes Programm. Zum Beispiel haben wir einen Impulsvortrag von einem Schweizer Künstler, Fotograf und Philanthrop Hannes Schmid. Der wird uns in seine karitative Arbeit in Kambodscha Einblick geben. Wir werden den Calliope auf der Bühne haben. Das ist ein kleiner Mikrocontroller. Kinder werden eine sehr große Rolle spielen bei uns auf der Bühne. Welche Klasse seid ihr? Also aus der 5. und 6. AB. Willst du es einfach mal kurz zeigen? Also sie muss eine Frage stellen, zum Beispiel, wie wird das Wetter heute? Dann müssen Sie hier auf A drücken. Denn durch IT2School leisten wir einen Beitrag, dass die Kinder digital souverän, sagt man heute, werden, dass sie einfach verstehen auch, was dahinter steckt, wie schwer es ist, aber auch wie einfach es ist, zum Beispiel zu programmieren. Ich bin 19 Jahre alt, habe mein Abi gemacht und war mit meinem Jugendforschprojekt eben beim Bundeswettbewerb. Stelle mein Projekt My Food My Order vor. Entstanden ist ein neues Bestellsystem, das eben Gästen ermöglicht, nach Allergenen zu filtern, nach Zutaten zu filtern. Sehr wertvoll, dass man mit wirklich, wie gesagt, namhaften Vertretern aus der deutschen Unternehmerszene sprechen kann. Die geben einem wirklich wertvolle Tipps. Wie viele Unterstützung, die jungen Gründungen bekommen. Man will, dass sie erfolgreich werden als Unternehmer. Ja, so wie der Satz, der da am Schluss gezeigt wurde, wir machen aus Gründern erfolgreiche Unternehmer. Sonnenschein und wir sind hier in einem durchaus mittelalterlichen Ambiente, eine ehemalige Klosteranlage. Kloster haben irgendwas mit Klausuren zu tun, wir haben keine Klausur, aber Informationsaustausch und das in einer Umgebung, die einfach nur landschaftlich auch schön ist und genau in solchen Umgebungen gibt es ja dann den kreativen Flow und deswegen macht es diesen Ort und auch die Veranstaltung einfach so genial. Es ist traumhaft, die Kulisse könnte nicht schöner sein. Und ja, wieder haben wir ganz tolle Gespräche und alles auf Augenhöhe. Das finde ich mal ganz besonders toll bei den Veranstaltungen. Wir konnten sie wieder austauschen, anknüpfen an frühere Diskussionen. Das macht immer viel Spaß. Darum komme ich gern her.